Startschuss zur Aufholjagd für den TSV Neried und den FC Deisenhofen 2 in der U19 Bezirksoberliga. Beide Teams haben dank einiger Nachholspiele die Meisterschaft noch in eigener Hand. Voraussetzung dafür aber ein Sieg im Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenzweiten. Und der Zweite aus Deisenhofen mit dem besseren Start. Eckball, Tino Reich. Das ist Markus Heitzel und das ist Niklas Löbel. Starke Parade gleich zu Beginn der Partie. Aber Deisenhofen weiterhin gefährlich. Auch dank solcher Fehler. Wieder muss Löbel aushelfen. Aber Benedikt Löhnert hat den Ball. Dann wird's etwas wild und sein Schuss auf der Linie locker abgefangen von Dems. Aber auch Neuried meldet sich jetzt in dieser Partie an. Erster Versuch per Freistoß. Paul Greger macht den Ball nochmal scharf und von Schlippe bleibt am Verteidiger hängen. Langsam aber sicher ist Neuried die bessere Mannschaft in dieser Partie. Das ist Dominik Vomhau auf dem rechten Flügel. Der hat etwas Zeit und findet Lasse Wippert. Abgezogen, abgefälscht, Außennetz. Weiterhin Neuried am Drücker. Fehler von Heinzel. Vomhau verlagert das Spiel nach rechts. Der Ball links hinten in den 16er zu Maxi Kriebel. Den kann er besser. Dann auch mal wieder was von Deisenhofen. Langer Ball von Philipp Zinker. Eigentlich zu lang, aber was macht Löbel da? Julian Schobermeier bedankt sich mit dem 0:1. Der Tabellenzweite geht in der 36. Minute in Führung, aber er darf sich auch bedanken beim bis dahin doch eigentlich so überragenden Niklas Löbel. Der verschätzt sich an der Strafraumgrenze und das Ergebnis 0:1 zur Pause. Der zweite Durchgang beginnt mit einem Hallo Wach von Maxi Kriebel. Sein Trainer Davide Taurido findet es trotzdem noch nicht so geil. Vielleicht ändert sich das ja mit dem Einsatz von Schlippe. Vomhau bekommt den Ball. Flanke Nummer 1, Flanke Nummer 2 und Lasse Wippert. Naja, gefährlich ist das noch nicht. Aber Neuried hat die Partie jetzt voll im Griff. Das ist Jesper Krüger. Kein Problem für Michael Lorow. Das sehen Stefan Rottmüller und sein kleiner Co-Trainer natürlich genauso. Aber seine Jungs dürften schon mal wieder was tun. Vielleicht ja per Freistoß. Kopfball Rizzo, Oliver Stautner und da ist Heinzel gegen Löbel. Jetzt pariert er wieder klasse. Standards können auch die Jungs vom TSV Neuried. Kann auch Paul Grieger, aber sein Kopfball weiter am Tor vorbei. Noch steht die Belohnung aus und es bleibt nicht mehr viel Zeit. 95. Minute, Freistoß Höltgen und Maximilian Zeller. Das 1:1 in buchstäblich letzter Sekunde. Aber war der Ball wirklich drin? Wir fragen den Torschützen. Da bin ich einfach reingesprungen. Und dann habe ich eben gesehen, dass er hinter der Linie war. Aber dann war ich mir jetzt nicht sicher, ob es der Schiedsrichter dann auch gesehen hat. Aber ja. Zentimeter entscheiden am Ende also in diesem Spitzenspiel. Beide Teams halten sich ihre Meisterschaftschancen offen. Ein Fakt, der nach dieser Partie den Deisenhofenern deutlich weniger gefallen dürfte als den Neuriedern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.